Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Chefsache von der Aktionär TV. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Hans Abernecker, Dirk Müller und Co. haben schon ihre Wunschzettel geschrieben, allerdings nicht für Weihnachten, sondern fürs gesamte nächste Jahr. Und in der neuesten Ausgabe vom Anlegermagazin der Aktionär stellen die Experten ihre Top-Aktien für 2014 vor. Und welche das sind, das verrät uns jetzt Markus Hondrich. Er ist der Chefredakteur vom Anlegermagazin der Aktionär. Hallo Herr Hondrich, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Zink. Ja, letztes Jahr um diese Zeit gab es ja eine ähnliche Ausgabe. Auch damals haben einige Börsenexperten ihre Top-Aktien für 2013 vorgestellt. Wer lag denn hier besonders richtig? Ja, der Ausblick ins nächste Jahr ist ja der Klassiker. Wir haben letztes Jahr eine ähnliche Zusammenstellung gehabt und Sieger des vergangenen Jahres bei der Performance ist Hendrik Leber. Der hatte GT Advanced Technologies als einen seiner Tipps und die Aktie hat fast 200% im vergangenen Jahr zugelegt. Und was hat er dieses Jahr auf dem Zettel stehen? Dieses Jahr hat er die GT Advance erneut auf dem Zettel stehen, also da sieht er weiterhin Potenzial und einen neuen Wert, die niederländische Post, wo er Verdopplungspotenzial sieht. Hans Abernecker hat auch zwei Titel auf der Watchlist, die dem einen oder anderen vielleicht etwas gewagt erscheinen, und zwar die Deutsche Bank und ThyssenKrupp. Was macht denn die Aktien für ihn so interessant? Ja, er sieht generell den kompletten Stahlsektor für das Jahr 2014 als äußerst interessant an. Die Gründe sind eigentlich klar, wir haben eine Erholung in der Konjunktur. Bei ThyssenKrupp wird der Umbau vorangetrieben. Wir hatten jetzt natürlich jetzt zuletzt, ich sage mal, eher negative Nachrichten von ThyssenKrupp. Wir haben eine Kapitalerhöhung und der Verkauf der US-Tochter des US-Werks ist zu einem Preis über die Bühne gelaufen, der jetzt nicht ganz so erbaulich ist. Aber grundsätzlich, man packt die Umstrukturierung des Konzerns an. Man hat natürlich in Brasilien noch Probleme mit dem brasilianischen Werk, das da der größte Verlustbringer eigentlich ist. Aber auch hier wird man versuchen, den aller long zu verkaufen, glaube ich. Insofern ist das so eine Spekulation, die man eingehen kann. Bei der Deutschen Bank, da schwebt natürlich als Damoklesschwert die diversen Rechtsstreitigkeiten über der Aktie. Und Abernecker sieht die Aktie grundsätzlich erstmal als günstig bewertet an mit einem KGV von 9. Und er geht auch davon aus, dass sollte einer der zahlreichen Prozesse pro Deutsche Bank ausgehen, dann dürfte die Aktie nach oben kein Halten mehr sehen. Also hier sieht er aufgrund der Prozessrisiken oder aufgrund der Möglichkeit, dass hier der ein oder andere Prozess vielleicht doch gewonnen werden könnte, auch noch zusätzliches Potenzial nach oben. Wie sehen Sie das oder wie sieht der Aktionär das, Deutsche Bank und ThyssenKrupp, ein Kaufwert? Ja, ThyssenKrupp sind wir noch etwas vorsichtig. Also grundsätzlich ist es schon so, dass der Umbau, der jetzt vorangetrieben wird, sehr positiv für das Unternehmen ist. Es ist natürlich eigentlich wichtig, dass gerade im brasilianischen Werk hier Fortschritte zu sehen sind. Und ja, die Kapitalerhöhung war eigentlich lange erwartet. Insofern ist es kein Belastungsfaktor. Wir sehen die Aktie momentan als gute Halteposition. Nach den jüngsten Zahlen ist sie ja deutlich nach unten abgekippt, 8%. Und so gesehen ist die Aktie für uns momentan eine gute Halteposition. Dirk Müller, der scheint bei seinem Ausblick etwas konservativer. Er empfiehlt SAP und die Deutsche Telekom zum Kauf. Das ist richtig. Dirk Müller lag aber letztes Jahr auch ganz gut. Er hatte 3D Systems im Empfehlungsuniversum. Aktie ist ebenfalls sehr gut gelaufen. Mit der Deutschen Telekom dieses Jahr hat er auch, ich sage mal, einen sehr interessanten Wert dabei. Also die Geschäfte bei T-Mobile USA, also bei der US-Tochter, laufen wieder sehr gut. Also man hat ja dort massiv umstrukturiert. Die Kunden strömen eigentlich wieder dazu und die Erholung in den USA und Verbesserungen jetzt im hiesigen Geschäft sprechen durchaus dafür, dass die Telekom weiter laufen kann. Also hier hat er einen guten Tipp gelandet in meinen Augen. Bei SAP ist die Story ganz klar. Big Data ist ein großes Thema weltweit und mit dieser Datenbanktechnologie HANA hat SAP eigentlich die weltweit führende Auswertungstechnologie im Portfolio und aufgrund dessen wird man von diesem Trend ganz klar profitieren. Also das waren jetzt drei der Experten, die sich im Magazin zum Wort melden. Da sind noch ein paar andere dabei. Ich glaube, fünf sind es an der Zahl. Sechs sind es insgesamt, ja. Okay, sechs an der Zahl, gut, das müssen jetzt die Zuschauer dann im Magazin nachlesen. Aber bevor das nächste Jahr anfängt, steht ja noch Weihnachten vor der Tür. Haben Sie denn schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Nein, die werde ich wahrscheinlich online kaufen müssen. Wahrscheinlich oder am letzten, bei dem großen Anbieter namens Amazon. Möglicherweise. Ist ja auch hier der Top-Tipp konservativ im Magazin. Was ist hier die Erfolgsgeschichte bei Amazon? Ja, Amazon ist ja eigentlich auf dem ersten Blick mit einem KGV von 75 sehr teuer. Aber man muss ganz klar sehen, man hat in die Kindle-Palette investiert. Also der neue Kindle Fire HD ist jetzt auf den Markt gekommen.
Mit diesem, ist ein ähnliches Prinzip wie bei Gillette. Man gibt einen Rasierer und dann die Rasierklingen werden relativ teuer, mit einer hohen Marge ausgestattet. Hier ist es der Kindle, der einigermaßen kostenneutral an die Kunden gegeben wird. Und die Inhalte, Bücher, Spiele, Apps und so weiter laufen dann über Amazon, über den Marketplace mit höheren Margen. Jeff Bezos ist ja bekannt dafür, dass er, ich sag mal, disruptive Technologien vorantreibt. Und spüren auch wir beispielsweise als Verlag, hier wird man schon, was die Marge betrifft, unter Druck gesetzt. Also hier ist schon im digitalen Geschäft eine Revolution am Gange, wo Amazon ganz klar hier Marktführer ist. Und wenn man sich auch die neuen Technologien, Cloud zum Beispiel, hier ist man oder hat Amazon mehr Umsatz gemacht als eine Google beispielsweise. Also die Firma ist in vielen Sachen marktführend aufgestellt. Und daher aufgrund dessen also für uns klar, ganz klar ein Kauf. Also bei Amazon hat man ja auch irgendwie grundsätzlich immer den Eindruck, dass sie völlig konkurrenzlos dastehen. Gibt es denn da niemanden, der da irgendwie mal angreifen könnte? Ja, angreifen versuchen schon einige, aber Amazon hat mittlerweile eine Größe erreicht, wo man eigentlich nicht mehr angreifbar ist. Also das ist die pure Größe, ist da einfach der USP in diesem Fall. Pure Größe, auch bei der Aktie, ist vor kurzem mal aufs Allzeithoch geklettert, mal wieder. Ganz genau. Wann kann man denn da noch einsteigen? Ja, ich sage mal, man muss jetzt nicht zu allen Kursen kaufen. Ich denke, eine Korrektur wird es früher oder später auf alle Fälle geben. Und schwächere Kurse sollte man dann aber zum Einstieg nutzen. Kommen wir noch zum Hotstock der Woche. Das ist eine Firma namens Plan Optik. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer das noch nicht gehört hat. Ich zum Beispiel habe es noch nicht gehört. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die ist in der Tat eine sehr kleine Firma. Spezialgebiet sind Glaswafer, also solche Wafer sind notwendig, um Sensoren beispielsweise einzubetten, also im Auto beispielsweise Reifendrucksensoren oder Kamerasensoren in Digitalkameras, LED-Sensoren, also Lichtsensoren, solche Sachen. Und da beliefert Plan Optik eigentlich große Konzerne wie eine Infineon, eine Samsung, eine Osram oder auch eine Bosch. Ja, und die Auftragslage ist momentan ausgesprochen gut. Wir haben hier einen 12-prozentigen Auftragsplus im ersten Halbjahr gesehen. Das Wachstum für den Markt für Glasfaser wird mit 30-40% pro Jahr angegeben. Also es ist ein absoluter Zukunftsmarkt, in dem Plan Optik aktiv ist. Die Margen sind zuletzt deutlich gestiegen, weil man halt einfach durch Größenvorteile Skaleneffekte realisieren kann. Dadurch steigen die Margen mehr oder weniger automatisch. Und das wird man in den nächsten Quartalen in der Gewinnentwicklung auf alle Fälle sehen. Und daher ist die Aktie für uns der Hotstock der Woche. Die Aktie, die sehen Sie hier ganz klein im Bild eingeblendet, scheint ja auch eine längere Durststrecke hinter sich zu haben, kommt jetzt in Fahrt, also gleich einsteigen. Genau, wir haben jetzt hier eine schöne Bodenbildung eigentlich abgeschlossen und die Aktie ist in den letzten Monaten schon angelaufen. Also ich denke, dass da die Investoren langsam aufmerksam drauf werden. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Thema und zwar, hier, wir sehen einen Haufen Euromünzen. Geldregen gibt es von Comdirect. Man kennt ja den Werbespruch, 50 Euro, wenn Sie uns mögen, 100, wenn nicht. Anscheinend mögen die meisten Leute Comdirect, anders kann man es Ihnen nicht erklären. Was macht die Bank richtig? Ja, die macht grundsätzlich vieles richtig. Wir sehen hier oben steigende Kundenzahl seit Jahren, also nachhaltig steigende Kundenzahlen ist ja grundsätzlich kein schlechtes Zeichen für eine Bank. Wir haben hier auch was das verwaltete Vermögen, also Comdirect ist ein klassischer Discountbroker. Das verwaltete Vermögen steigt kontinuierlich an, auch das ist ein Pluspunkt, was natürlich beachtet werden muss bei allen Discountbrokern momentan. Wir haben das niedrige Zinsumfeld. Die generieren eigentlich einen Teil ihres Geschäfts aus der Zinsmarge. Die ist momentan sehr gering. Hatte auch in den letzten Jahren zu letztendlich rückläufigen Dividenden geführt. Und das Zweite ist natürlich die Provisionen durch die Wertpapiertransaktionen. Hier läuft das Geschäft sehr gut. Bei der Zinsmarge ist ein bisschen bei den Zinsen relativ am Boden, sage ich mal. Da ist für die nächsten Jahre eigentlich eher eine Verbesserung zu sehen. Insofern ist die Aktie sehr interessant. Die Dividende ist vielleicht noch zu nennen, 38 Cent für das laufende Jahr. Es gibt eine Rendite von 4,5%, also ist absolut interessant. Und letztendlich mit einer Mutter wie einer Commerzbank kann man da eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist jetzt meine nächste Frage. Was kann die Mutter denn in diesem Fall von der Tochter lernen? Na ja, gut, die Mutter kann durchaus, was den Kundenzustrom betrifft. Man hat den Slogan auch in ähnlicher Weise kopiert. Insofern ist, was das Marketing betrifft, hier durchaus einiges richtig gemacht worden. Was das Management betrifft, da würde ich mich erstmal lieber bedeckt halten.
Alles klar. Herr Hondrich, kommen wir noch mal ganz kurz zum Anfang zurück. Unsere Börsenprofis haben nämlich diverse Kursziele für den DAX für nächstes Jahr ausgesprochen. Und es ist auffällig, dass alle fünfstellige Kurse sehen, bis auf einen. Ich glaube, Herr Halber sieht den DAX eher schwächer, als er jetzt ist. Wie ist der Aktionär hier eingestellt für die Zukunft? Ja, also wir sind grundsätzlich der Meinung, dass wir auf alle Fälle Richtung 10.000 laufen werden. 10.400, 10.500 im Laufe des ersten Halbjahres. Also das ist schon eine Zielmarke, die wir ebenfalls sehen. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für den kleinen Einblick ins Magazin und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Am Mittwoch gibt es die Ausgabe dann am Kiosk, frisch für Sie gedruckt. Da können Sie dann alle Expertenempfehlungen nachlesen und natürlich noch viele weitere spannende Aktientipps. E-Paper-Abonnenten, die haben das Magazin schon am Freitag vorher lesen können. Überlegen Sie sich das doch mal, ob das vielleicht auch was für Sie wäre. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.